Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir schauen uns mal wieder ein Snippet an. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon ein oder zwei Snippets angesehen. Jetzt schauen wir uns von MySep das Snippet zu der Therapie-EP an. Ich werde auf jeden Fall schon mal die Links reinballern. Ich schätze, man kann es sich schon vorbestellen. Link folgt steht gerade, sehe ich. Okay, da werde ich trotzdem irgendwie ein paar Links reinballern, wo ihr MySep vielleicht auf Amazon oder so supporten könnt, wenn ihr Bock habt, Leute. Natürlich kein Muss. Ansonsten grüße ich natürlich noch den Niklas. Wenn ihr Bock habt, auch grüßt zu werden, dann folgt mir einfach auf Instagram, Leute. Dann habt ihr die Möglichkeit, im nächsten Video erwähnt zu werden. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt hier mal direkt rein bei der Therapie-EP-Snippet. Haben sich viele gewünscht, Leute. Ich habe da Bock drauf. Falls ihr noch andere Sachen habt, die ich mir ansehen soll, dann ballert sie in die Kommentare. Mephisto habe ich schon gesehen, wollte ich kein Video zu machen, Leute. Auf Instagram seht ihr auch, warum, habe ich in der Story gepostet. Von Eminem habe ich auch schon die beiden Sachen gesehen, da war ich zu gehypt, Leute. Da wollte ich jetzt nicht nachts irgendwie ein Video machen, das tut mir leid, Leute. Wir könnten uns von Sekko den neuen Track noch ansehen, habe ich noch nicht gesehen. Und von Loredana habe ich auch noch nicht gesehen. Also falls ihr da Bock drauf habt, Leute, dann schreibt es gerne mal rein. Ansonsten grüße ich natürlich noch die Ehrenleute von Patreon, den Simon, den Philipp, den Maurice und den Edoras. Danke für euren Support. Und jetzt sind wir dabei, Leute. Therapie, MySep, Snippet, Leute. Los geht's. Bruder, ich sag dir eine Sache. Wir werden in dieses System geboren, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Und seit diesem einen Tag, wo wir geboren werden, geht der Weg voll Richtung Abgrund. Nice. Wenn du den Schalter nicht umlegst und Richtung Erfolg lenkst, dann fällst du irgendwann diesen Abgrund runter, Mann. Digga, nice. Yeah. Sie sagen, warum hast du Risiko? Such dir einen Job und eine Familie, fick auf Millionen. Auf diesem Weg, da hinten viele broke. Ja, ich wusste, es wird schwer, doch ich hab viel Geduld. Ich hab keinen Stress. Vielleicht leg ich das Mic bald weg. Vielleicht mach ich mit 30 Cash. Vielleicht bin ich in 2 Jahren weg. Das war der erste Track, Lauf. Hat sich angehört wie der Intro-Track auch. Wegen dem, wegen der Message am Anfang, die gedroppt wurde. Fand ich schön, Alter. Fand ich schön. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, wie jetzt von auch, wie Rolex auch war, vom Beat her zumindest, wie ich finde. Feier ich aber ganz gut. Also der erste Track schon mal auf jeden Fall nice. Bro, ich leb für die Songs an der Leder, sie kommen. Der Hype explodiert, ihr versteht's, wenn sie kommen. Alter! Lass sie kommen, auch nach weiter kommt Tracks, alles nur für die Familie. Oh, Bro. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Bro, ich will für die Songs an der Lee, lass sie kommen. Der Hype explodiert, ihr versteht, wenn sie kommen, also keiner mehr weg. Lass sie kommen. Ey, das hört sich echt ein bisschen an wie Bones und Raf Camora, Alter, aber feier ich. Weil MySep das einfach nochmal auf seine eigene Art perfekt rüberbringt, finde ich. Holy shit, Alter. Ich bin gehypt auf die EP, Alter. Sobald es die zum Download gibt, Leute, bestellt sie einfach vor. Lass sie kommen, auch das weiter kommt Tracks, alles nur für die Familie. Für die Brüder, die geblieben sind. Bald kommt keiner mehr weg. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Junge, das ist der Mike. Wirklich so wie. Drive-by-Feed-Reportagen, Alter. Warum wusste ich davon nichts? Warum erzählt mir das keiner? Meiser Billy, sag mir doch sowas. Holy shit, Alter. Feed Reportage. Und der letzte war, was war das hier? Feed Crime, ne? Leute, ich spule ganz kurz ein bisschen zurück. Feed Krima. Krima, Crima, kenne ich leider nicht. Aber Bro, Feed Reportage. Feed Reportage, Digga. Wer weiß, es könnte auch noch sein, Jack von Crack könnte auch noch vielleicht auf dem Tape mit drauf sein, wäre heftig. Bro, dann habe ich gar nicht gedacht, dass ja Features hier mit drauf sein können, Alter. Holy shit, jetzt bin ich noch mehr gehypt. Oh Gott, Alter, ich hoffe, Billy macht die Hook. Magazine auf dieser Großverdienerliste. Ich verbrachte meine Jugend nicht mit Drogen, Dien und Kissen. Nein, der Fokus, ich verdroß lila im Kissen. Ich werd Millionär. Sie wollen den Fame, das ist straight high. Wir produzieren Songs in der Late Night. Während die Alter, der Track hört sich jetzt schon mit am besten an. Also er kombiniert tatsächlich hier diese zwei Styles, dieses in die Fresse mäßige und halt diesen Track vor, diese Art von Rolex, wie man es jetzt auch von Bones und Raff irgendwie vielleicht so ein bisschen kennt. Oh, aber das, Bro, das ist bis jetzt der beste Track von den drei gewesen. Holy shit, Alter. Holy shit. Von dem Fame, das ist straight high. Wir produzieren Songs in der Late Night.
Kneipen häng ich in Jamaika rum wie Metzweiger. Lies meine große Liebe gehen für die Mucke. Fick deinen Job, hab keinen Bock mehr zu bocken. Okay, ich finde auch echt korrekt, Mann, dass hier die ganzen Producer immer aufgezählt werden. Ich glaube, bis jetzt hat jeder, wurde jeder Track von einem anderen Typen produziert. Also er hat das keinen festen Beatmacher, sondern hat sich halt die Beats einfach rausgepickt, die gut sind. Aber echt korrekt, dass die Producer hier stehen. Das ist nicht selbstverständlich. Okay. Wer wird heute noch groß oder reich? Erfolg ist kein Glück, das ist so prophezeit. Der Grafik auf Person hat dein Foto geliked. Ich will es produzieren und dann hoch auf die Eins. Geil, Mann! Sehr vielseitig bis jetzt. Ich steh zu jedem von mir, yeah. Und wir bleiben mit der Fam und den Jungs. Und deine Gang wird geboren. Wie geil auch das Albumcover aussieht, merke ich gerade. Oder das EP-Cover. Alter, sieht das sick aus. Therapie, Maisem und die Farben, hier auch das Artwork. Alter, ich freue mich so hart auf die EP. Sie reden mit deinem Rücken wie ein Barbie. Doch du deinem Deutsch sprich, geht's schwer wie ein Fakir. Sie sagen, Junge, das ist sie und ich weiß, wie du... Sie reden hinterm Rücken so wie Barbie, ey. Hat er das gesagt? Ich glaube schon, oder? Nee, ich weiß nicht, Leute. Aber hätte man, ich glaube, er hat nicht Barbie gesagt. Aber hätte man auch auf Barbie beziehen können, weil Barbie hat hinten, bei manchen Barbies zumindest, Leute, fragt mich nicht, warum ich das weiß, aber haben auch viele Actionfiguren, halt hinten am Rücken so einen Knopf, wo man draufdrückt und dann reden sie. Also ich glaube, er hat aber nicht Barbie gesagt, war ein bisschen unverständlich. Aber trotzdem, Alter. Ich bin gehypt, Leute, ich bin gehypt. Ich geht's schwer zu ihren Fakir. Sie sagen, Junge, das ist sie und ich weiß, wie du Star wirst. Doch ich will weiterhin nur meine Zeilen in den Bart sperren. Na, na, na. Okay, was kommt jetzt? Musik geht unter. Okay, Therapie. Das wird wahrscheinlich auch noch der, auf jeden Fall, released werden vor der EP, schätze ich. Ich weiß gar nicht, wann sie genau rauskommt, Leute. Steht das schon bei? Ja, Cover bei Skalfi, Leute, dachte ich mir schon. Grüße raus an dich, Skalfi. Nee, steht nicht bei, genau. Wahrscheinlich am Ende. Und ich sag dir diese Mucke, das ist Therapie. Musik geht unter dir so wie Melanie. Und ich sag dir diese Mucke, das ist Therapie. Fick die scheiß Konkurrenz, ja. Nice, Mann. Ich glaub, ich komm mit Crime am Benz, ja. Für Fokus immer high für die Fans, ja. Ich steh auf und nimm das Mic für die Fam, ja. Und jetzt macht der Mai wieder Afro-Trap, Sex. Prod by the Fimano Beats. Geil. Trotz auf die Hater wie bei Magnum Mac. Wieder werden sein in den Takt gesetzt. Und ich rap on point, Noise. Ich bin fast perfekt. Oh. Bro, ich bin dabei. Urlaub in geiler Flow. Jeder Hurensohn wird Limes. Doch deshalb hör ich nicht auf. Ich bin schon zu lange am Mic. Digga, Mucke ist mein Leben, was du Hure nicht begreifst. Doch alles, was ich sehe, ist Ballaber. Komm zu Rap für die Fanboy. Ey, die EP ist so fucking vielseitig, Alter. Jeder Track hat eine ganz eigene Grundstimmung, die er rüberbringt. Krank. Sind nicht wie die anderen. Weil wir Tracks bringen, die ballern ab. Die Mac 10 im Hammerrad, dann weg wie die Colors. Sing Flucht vor den Bullen, ist der Führerschein weg. Hab kein Geld, aber halt an meinem Ziel weiter fest. Geil. Auch allgemein von den Beats her finde ich bis jetzt jeden echt fresh. Also ich habe bis jetzt nichts auszusetzen, Alter. Holy shit, ich hoffe, dass noch zumindest ein Track irgendwie ausgekoppelt released wird auf YouTube oder so, dass wir uns den geben können. Am liebsten natürlich den mit Reportagen, dann kann ich da eine Live-Reaction zu machen. Ansonsten gucke ich, dass ich auf Insta oder so ein bisschen kurz-Reaction-mäßig mache. Reich, okay. Bei Essay sagt mir gar nichts. Bruder, das ist Rap, also duck dich. Hören zieht ne Line, ich trete ihn weg mit nem Pushkick. Ihr nennt das lustig, ich sag schlecht gesund. Du sollst rappen, also spuck nicht auf deinen Text, du Hund. Und es geht bam bam, noch ein Tritt in deine Kippe. Ey, jetzt schon wieder, Mann, jeder Track hat echt eine ganz eigene Stimmung, die er vermittelt. Am besten finde ich bis jetzt immer noch Drive-By, Alter, mit vielen Reportagen. Da hat man gemerkt, Alter, hier wird's ernst. Aber ansonsten feiere ich bis jetzt echt von den 10 Sekunden, die ich jetzt von jedem Track gehört habe, echt alle. Club Mate, deutscher Rap schmeckt wie Kippenstummel. Kein Respekt, sie suchen Fehler in den Tracks und sagen dann, ich kann nicht schreiben, jetzt macht jeder auf korrekt. Push mal meinen Track, Digga, push mal meine Songs. Aber Arbeit kostet Zeit, deshalb lutschen sie umsonst alles Fotzen. Und ich kann keinem mehr vertrauen, ich will Rap und hab keinen Bock mehr, diese Scheiße zu verbauen. Ha? Okay, das war's, Leute. Ich weiß nicht genau, wie viele Tracks das waren, ich glaube 8 oder so.
knapp 8, 6, 7, irgendwie so. Aber auf jeden Fall fresh, Mann. Ist echt so, Alter. Wie kann man nur so underrated sein? Ein Reportagenfeed, oh mein Gott. Alter, ich freue mich auch so drauf, Mann. Ich bin echt gehypt. Und holy shit, Alter. Holy shit. Ich weiß leider nicht genau, was rauskommt. Stand es am Anfang? Ich hab's verpennt. Bruder, ich sag dir. Nee, stand nicht. Aber gut, ihr werdet es bestimmt wissen. Vielleicht, wenn es bekannt ist, dann werdet ihr es runterschreiben. Heftig, Alter. Heftig, Leute. Ich bin so fucking gehypt drauf. Jetzt besonders. Da sind ja zwei Features drauf. Crima, kenne ich leider nicht. Und Reportagen, Alter. Bro. Das ist, glaube ich, das erste Feature, was Reportagen auf so einer richtigen EP hat. Oder allgemein sogar. Das erste Mal, dass Reportagen auf so einer richtigen EP oder ein Album zu hören ist. Oder? Weil seine Tracks waren jetzt ja alle nur so Singles sozusagen oder halt so Fun-Tracks, die er rausgeballert hat. Und bei Caesar war er auch nur in Fun-Tracks zu hören. Wobei er war bei Jack von Crack einmal im Feature bei einer VBT-Runde. Ja gut, aber trotzdem, echt fresh, Mann. Ich freue mich drauf, ich bin gehypt, Alter. Und ja, keine Ahnung. Ich hab jetzt echt eine hohe Erwartung, beziehungsweise denke ich auch, dass die Erwartungen erfüllt beziehungsweise übertroffen werden. Weil das, was ich gehört habe, war einfach echt nice. Ich habe nichts auszusetzen. Ich fand die Beats nice. Ich fand die Features nice. Zumindest vom Namen her. und auch das Feeling fand ich nice von den Tracks bis jetzt. Also ich habe echt nichts auszusetzen. Ich freue mich drauf. Und ich feiere MI sowieso. Deswegen denke ich, dass es was nice sein wird, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal ein bisschen Support und Liebe da lasst, sobald das Ding draußen ist. Gut, wir sehen uns, Leute. Bis dahin. Bleibt fresh und ciao. Let's get naughty. Now grab somebody. Shake it off me. Now move your body. Flow the flow.